So eine Pfeife ohne Witz. Der Typ, der ist ja Hans? so. Hans? 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 Hallo? Ah, ja, grüß dir. Ja, servus. Bist du auch mal wieder da? Ja, klar. Wieder schön am Business, Hassle. Also, ich bin gerade auf Mission, Jagd. Ja, das freut mich, dass du mal wieder hier bist. Ich hab also jetzt gut, dass du hier bist, weil Warum? du hast eine richtige Menge verpasst. Ja, ich war bloß in der Stadt, hab für uns eingekauft, unser Kühlschrank war ja leer. Ja, aber nächstes Mal könntest du mir da auch mal ein bisschen Bilder Bescheid sagen. Ja, hab gesehen, dass nichts mehr zum Futter war, dann hab ich gedacht, bevor ich da groß auf, dann mach, hol ich halt was zum Essen wieder. Ach so, ja, aber in deiner Nachricht stand eigentlich, du bist Zigarette holen. Ja, und dann hab ich gesehen, im Kühlschrank, oh Gott, ja. Ach so, okay. Aber du bist ja Ja. ganz bisschen aus dem Häusle, wen hast du denn getroffen? Ja, also jetzt pass mal auf. Punkt 1. Der Traktor habe ich gekauft. Ah, den Hat Fendt, ja, okay. circa, genau, hat knappe 40.000 Euro kostet. Und hat circa eine Lieferzeit von 10 Wochen. So in 10 Wochen, was macht denn der da jetzt? Ja, der muss nur Vertrag machen und Ah, okay. was weiß ich alles. Okay. Also der hat ja gesagt, kann ja gut sein, der kommt schon in 5, 6 Wochen. Aber meistens bei so gebrauchte Sachen dauert es so circa 10 Wochen. Ja Also, gut, dann ist es so. ja, mein Gott. So dringend läuft es ja normalerweise auch jetzt nicht Ja. vorbei. Dachte ich zumindestens mal. Okay. Bis grad. Wieso, was ist? Ja, wie soll ich sagen? Ja, Da schwätz halt. kam. Du bist ja sonst nicht so schüchtern. Ja, da kam so ein komischer Kollege da von dir. Der Hupsi. Oh, jetzt ist. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt hat er voll Stress gemacht und. Ja, er nimmt jetzt der Schlüter auf jeden Fall mit und. Das Schlüter will er Sofort. mitnehmen. Ja, und der ist schon eingestiegen und ist schon fast vom Hof gefahren. Dann habe ich noch schnell das Tor zugemacht. Aber. Ich Ja, der sag's dir ehrlich, Hupsi, der ist nicht ganz sauber in der Birne. der ist ganz komisch. Oder wieder sein komischer Anzug, okay, oder? Ja, so ein ganz komischer Porsche-Anzug, wo gefühlt Zukunftsanzug ist. Ja, der hat da wahrscheinlich, was der Typ wieder sich neu gezogen hat. Also Ah, der ist wieder was wahrscheinlich wieder ist zurück. das? Ja, der ist nicht ganz sauber. Der ist Ja, ganz weil. fertiger. Obwohl ich ja auch nicht Ja. sagen, weil sonst hast du Angst gehabt, aber. Dass der weiß, da. Ja, okay. Wenn der natürlich der mitgekriegt hat, dass ich jetzt bloß noch in der Reserve bin, ja, okay, dann kann man schon denken, wer da wieder das Maul aufgerissen hat. Ja, gut, ja. Ja, aber wie soll ich halt sagen? Der kommt hier an, wollte auf einmal der Traktor mitnehmen und dann war aber wieder richtig korrekt. Und auf einen Schlag beleidigt er wieder permanent. Ja. Ja, gut, der schwätzt halt bloß. Der tut nichts. Der ist halt ganz harmlos. Das ist ganz komisch, auf Freak ist das. Ach so, okay. Der glaubt ja auch nur an Reptiloide. Weißt du, was das ist? Nee, das habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Er glaubt nämlich da an Echsenmenschen. Der ist nicht ganz sauber. Aha. Ja. Der glaubt an Echsenmenschen, Ja, dass wir okay. alle Echsenmenschen sind und dass die im Kern der Erde leben und so. Also, schwieriges Thema. Ach so, ist das. Ach, Ja, der so einmal ist ist. das also. Ja, der gehört eigentlich eingewiesen, aber. Ja, wie so oft gibt es halt überall Berufsmängel. Eigentlich kennt er sich schon gut aus. Der ist Sprengstoffexperte übrigens. Und was willst du mir jetzt da damit sagen? Nix, dass man Dass so wenn Leute wir braucht. irgend, dass wir irgendwann wir hier mal
Deine Brauereibeutel und irgendwas springen müssen, dass dann das der Hupsi macht. Ja, das ist Sprengekerl, das ist ein guter Sprengmeister. Ach du Scheiße. Ja, aber ich hoffe, dann müssen wir halt gucken, dass dann sein Neffe ist, wieder den Schlüter abholt, dann haben wir für den Ruf vor dem komischen Vogel da. Also ich bin gerade echt sprachlos. Wege Ah, dem. der, das war schon ein komischer Freak. Glaube, ja, das erste Mal, wenn man sieht, da. Ich könnte schon alle bloß davor rennen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber wie machen wir das denn? Wollen wir dann mal noch nach dem dritten Traktor gucken oder vorher schon mal die zwei? Also jeder mal gesagt, wir gucken mal, wie sich's ausgeht mit denen beide und dann könnte man immer noch für irgendwie einen Mieter Ja, stimmt, ja. oder. Ja, dass man praktisch die zwei kauft hat, unsere sind und wenn man mal je noch ein größerer bräuchte, von wo ich eigentlich vorerst mal nicht ausgehe, dass man dann noch einer. Also ihr habt zum Beispiel geguckt, also ich war ja ganz untätig. Ah, war schon mal nicht untätig. Ja. Willst du dir mal kurz Laptop aufmachen bei dir das Tablet? Ja, kann ich gleich machen, sobald ich hier einmal Draht hab. Ja. So, ja, okay. Tablet ist auf, ja. Also es gab ja mal so eine Tour. Sagt dir vielleicht Kubota was? Ja. Da gab es ja mal so eine Tour, dass die mal auf Töfe gekommen sind und so. Vielleicht Ja, können und jetzt wir. soll ich zu Coupeau da rein, oder wie? Ja, du gehst mal mit mittelgroße. Bullst du mittelgroße oder einen Großtraktor? Bulldog, Schlepper. Von Kubota. Von Kubota, ja. Die sind eigentlich ich gönn's so teuer. Ja, ich sag mal so, er muss ja schon größer sein wie 140 PS. Warte, guck mal kurz. Aber dann kommt ja schon mein Marseille. Wie viel Mit wie muss viel der hat? haben? Also der wird schon auf jeden Fall über 350 haben. Ja, den kann ich vergessen. Weil ich sag so, weil 150 oder 140 hat jetzt unseren Farmer, wo ich bestellt habe. Und mein Master geht ja klar bis 300 PS. Ja, der geht nur bis 200. 200 ist finito. Ja, nee, das ist ja dann nix. Das ist dann Aber nix. 300 PS, also, das müsste eigentlich auch mal reichen, oder? 800er Vario wäre natürlich auch was, wenn du den so durchguckst. Weil du musst ja immerhin noch, ja klar, 8 oder 900er Favorit. Er hat auch was. Das wäre auch ein richtig schöner Traktor. Vielleicht können wir der auch mal gebraucht bei eBay schießen. Oder bei Traktorpool. Traktorpool eher, eBay weiß ich da. Das ist ein richtig alter 900er Favorit, wo keine Ahnung schon 8000 Stunden runtergerissen hat. So einen können wir sich kaufen, keine Ahnung, 5000 Euro noch oder so. Könnte man mal, ja. Weil so gesehen, wir brauchen ja kein neuer. Das reicht ja ein Gebrauchter. So schon, wenn der dann 8000 Stunden runter hat. So ein Favorit, meinst du, wie alt der ist? Die hätten noch die gute Sache drinne. Ja, man muss selber was dreschen. So ist es. Wir hätten ja noch eine Werkstatt. Eigentlich schon, da wären wir ja blöd, wenn man sie nutzen würde. Hey, und jetzt haben wir neuer Fendt 800 oder so. Das kann ich vergessen, da war es rumschrauben. Ja, stimmt schon, hast schon recht. Da bist du ja froh. Da machst du ja schon drei Kreuze, wenn du noch Motorhaube alleine aufkriegst. Ja. Also, ich habe jetzt Fall 2 und 3 ist fertig, Kalk. Also, müsste eigentlich das Geld vom Lohn noch gegangen. Jetzt ging los Fall 7, hätte ich gesagt. Ja, genau. Ich wasche aber Und erstmal kurz dein MF
wegen Straße und so, dass wir auch noch Strafzahlen müssen, wenn alles so dreckig ist. Ja, das ist gut, ja. Aber was mir auch noch einfällt, wir haben noch kein Mähdrescher. Oh, das brauchen wir auch noch dringend. Oder sagen wir einfach mal, mir mietet einer. Ja, wir haben jetzt gut das eine Feld, das können wir sich schon vielleicht das mal, dass wir einen mieten. So ist es, weil ganz ehrlich, wegen dem Feld jetzt aktuell noch, da jetzt ein Drescher kaufen, oh, der kommt steht Dreck auch nur raus. rum. Ja, jetzt beschwer dich doch nicht immer nur. Ja. Bisschen mehr Pflege, die Maschine, die war teuer. So. Kannst ja im Winter einölen. Ja, klar, mal, das ist wie der Opa früher. So. Aber im Winter habe ich uns schon Winterdienst organisiert. Wie Winterdienst? Dass mir Winterdienst macht. Ja, klar. Oh, Jesus. Warum? Wenn du dir das Auto willst, mit den ganzen zuparkten Autos und wenn da bloß ein Kratzer kommt, kommt gleich eine extra Beschwerde. Ja, aber manche, was es gut Geld bringt. Und jetzt guck mal, und wir haben teure Maschine, teure gute Maschine. Im Winter, was macht die im Winter? Gar nichts. Warum? Weil wir nichts machen können. Deswegen Winterdienst. Müssen wir uns noch überlegen. Also, du könntest gern machen. Ja, vielleicht mach ich mit. Ah ja, klar. Ich habe uns beide schon angemeldet beim Bürgermeister. Ach, der feine Herr hat uns schon angemeldet, so so. Ja, klar. Ja, was denkst denn du? Es gibt nichts mehr wie beim Bund. Haha, heute, wenn ich heute Bock hab, das mal mache ich das. Hier wird malocht, Junge. Malocht? Ja? Arbeiten. Ja, weißt du was, Arbeit ist? Ich suche Feldzieber, wo ist denn das? Wo fahre ich für alles am geschicktesten? Mach mal dein Tablet auf. Hab ich? Wo steh ich denn? Ah, okay, ich sieh's. Ah, okay. Ja, genau, du fährst jetzt geradeaus runter und dann links rein. Rechts rein.